Liebe Zuschauer, guten Tag bei Konnektiv Events Talk. Eine neue Sendung mit Monika und Thomas von Matrix Power. Im Menschen liegen so viele Potenziale, die normalerweise durch unsere Lebensweise schon von klein an eher verschüttet werden und verkümmern, als sich entfalten zu können. Monika und Thomas, die wir heute hier haben, sind ganz besondere Menschen, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, anderen den Zugang zu ihren Potenzialen und zur Bewusstseinsentwicklung zu öffnen. Sie setzen sich daher auch für Schulformen ein, wie die Sudbury-Schule oder die Chetinin-Schule, die den Kindern die von Natur aus vorgesehene Freiheit für die kindliche Neugier und freie Entwicklung geben. Mit unglaublichen Erfolgen. Aber auch im Erwachsenenalter ist diese Möglichkeit noch gegeben. Monika und Thomas sind Pioniere bei der Erforschung und Aktivierung des menschlichen Potenzials und seiner ganzen Schöpferkraft. Monika, Thomas, ihr seid hier. Ich freue mich sehr. Ich bin auch sehr froh, euch als allererste Gäste hier bei Konnektiv zu haben. Und ich habe mich schon richtig gefreut auch auf das Thema, denn also solche Schulen wie die Chetinin-Schule oder bei euch die Sudbury-Schule, die unterstützt ihr ja sogar aktiv. Ihr engagiert euch für diese Kinder, für diese Schulform, für die freie Entwicklung dieser Kinder. Und das ist doch eine Sache, wo ich von euch ja auch ein bisschen was drüber gehört habe. Und ich denke, das interessiert auch die Zuschauer sehr. Was macht ihr da? Und erzählt doch mal, was ist das für eine Schule? Ja, Niki, erstmal herzlichen Dank für die schöne Einleitung, die ja super zum Thema passt, auch zu dem, was wir den Zuschauern heute gerne erzählen möchten. Die Schulen, also wir sind drauf gestoßen, weil es vielleicht auch, also sagen wir mal vorausgeschickt, wir selber haben jetzt keine Kinder, daher liegen uns die Kinder natürlich auch sehr am Herzen, dass man einfach auch was zurückgibt für die Kinder. Und bei mir selber war es so, in meiner Schulzeit, ich habe mir immer total schwer getan. Also dieser Stil des Lernens lag mir überhaupt nicht. Und für mich war Schule einerseits halt so mit den anderen Kindern immer schön, aber Lernen, wenn es um Prüfungen ging, das war für mich immer ein totales K.O.-Kriterium. Ich konnte mir auch diese Auswendiglernerei, das war für mich ganz schlimm, musste mir immer Spickzettel schreiben, die dann irgendwo am Morgen verstecken. Darin hat man eine Meisterschaft entwickelt. Ja, ne? Ja, also das war ganz grausam. Und es zog sich bis später ins Studium durch mit meinen Zetteln. Und ich habe einfach gemerkt, das funktioniert so nicht. Aber auf der anderen Seite gab es einfach Dinge, die ich mir selber angeeignet habe, wo ich gemerkt habe, da habe ich dieses Problem nicht. Das geht so direkt rein. Das geht so direkt auf die Festplatte und alles andere ist Zwang. Genau, und das konnte ich mir ewig merken. Und dann war es bei mir natürlich auch erst in späten Jahren, als ich selber erwachsen war, als ich dann gehört habe, dass es eben Kinder gibt, die anders sind. Ja? Da gab es dann die Bezeichnungen wie Indigo-Kinder, Kristallkinder, Regenbogenkinder oder sagen wir mal einen Begriff, Kinder der neuen Zeit. Und irgendwie gehörten wir beide, obwohl wir dann längst über dieses Alter, als das entdeckt wurde, ja hinaus waren. Aber habe ich mir gedacht, ja, das trifft irgendwie auch auf mich zu. Und ich konnte mich auch nie konzentrieren. Früher hätte ich wahrscheinlich auch so einen ADHS-Stempel gekriegt, so Aufmerksamkeitsdefizit-Stempel. Und ich konnte das einfach so nachfühlen. Und jetzt ist ja dieses Thema mit den Kindern viel akuter, als es je zuvor war. Und dann, wenn wir die Kindheit ja in dem Sinn nicht mehr nachholen können, war es wichtig für uns, einfach was zu tun, die Dinge zu entdecken, auch die Informationen weiterzugeben mit den Schulen und natürlich selber auch ein Institut zu gründen, wo wir diese Lernmethoden, auch dieses Erwachen der Menschen fördern. Und wir gehen ja auch davon aus, genauso wie die Schulen, dass alles Wissen, was der Mensch hat und braucht, in uns drin ist. Und wir das nicht von außen lernen, aneignen, auswendig lernen müssen. Und es geht um eine Öffnung, eine Potenzialöffnung. Und da haben wir eben auch eine eigene Methode entwickelt, die auf der Quantenheilung basiert. Oder die Grundlage, erstmal die Quantenheilung. Und dann geht es weit auch in die Öffnungen, dass man in sehr kurzer Zeit an Potenziale rankommt, so wie das die Kinder machen. Als Beispiel Chetinin-Schule, die in einem Jahr den Stoff von 10 Jahren lernen. Das ist jetzt eine staatliche russische Schule, auch eine Ausnahmeschule.
Und ganz zufällig haben wir eben dann auch jetzt bei uns vor Ort die Sudbury-Schule entdeckt, der selber, also die geschlossen wurde, weil sie eine freie, demokratische Schule mit selbstbestimmtem Lernen war und die auch aus eigenen Mitteln finanziert war, also überwiegend privat, aber braucht natürlich auch die staatliche Genehmigung und die wurde dann irgendwann nach 2 Jahren entzogen. Nach 2 Jahren, ja. Und alle waren traurig, die Kinder waren traurig, die Eltern, die Lehrer. Und weil nicht genug gelernt wurde? Nein, gar nicht, sondern das war halt dann auch ein sehr langer Prozess, sondern weil eben dieser Schulplan, dieser klassische, nicht erfüllt wurde. Die Kinder waren glücklich, die haben sich entwickelt, aber um diese Einzelbeispiele geht es dann scheinbar nicht, sondern es sind halt andere Maßstäbe, die dann von uns. Das hast du hübsch ausgedrückt. Regierung angesetzt. Es ist halt nicht so, wie die Norm es will. Ne? Ja. Das ist halt so. Und ja, wart ihr denn schon mal an einer Schettinien-Schule? Habt ihr sowas schon mal gesehen? Gesehen selber nicht, aber wir kennen die Videos im Internet und haben uns auf den Weg gemacht, also Leute zu treffen, die dort waren, also entweder mit einer Delegation, also die Schule empfängt auch ab und zu Delegationen aus allen möglichen Ländern und die haben dann bei uns vor Ort Ammersee eben Vorträge gemacht, da war ich vor Ort und dann gibt es auch, da habe ich jetzt leider den Namen nicht präsent, auch so einen jungen Kerl, einen Deutschen, der dürfte jetzt mittlerweile 17, 18 sein, der Vorträge hält und der selber 1-2 Jahre dort war. Und das stimmt wirklich, dass die in 1-2 Jahren dieses Pensum, sage ich jetzt mal, es ist ja kein Pensum, sondern diese Fähigkeiten und dieses Wissen erlangen? Ja, es ist so, wenn man den Film von der Schettinien-Schule sieht, da steht da so ein 6-jähriger kleiner Stöpsel, sage ich mal, und sagt da, ja, ich lehre schon die Erwachsenen, so ein kleiner, und ich habe die Fähigkeit, denen die Energiezentren zu öffnen. Und dann schaust du erst einmal und dann, das war für uns die Motivation oder ist im Grunde die Motivation oder die Bestätigung, dass es ja natürlich mehr gibt. Ja, was wir schon in unseren Seminaren auch lehren, dass wir durch unser linkshirniges Denken ja voll in einem Programm stecken. Ja, da gibt es auch wissenschaftliche Forschungen und das ist ja schon, sagen wir mal so, erschreckend, wenn du sagst, mit 35 Jahren gibt es neurologische Forschung, bist du in einem festgelegten Programm. Du bist nicht mehr du selber, sondern 80% läufst du auf Programm, was du angelernt hast, was du mitgebracht hast. Und es geht darum, dass wir alle eine Schöpferenergie haben, eine Schöpferkraft oder wie die Monika das gerade gesagt, dass alles in uns liegt. Und es geht darum, diesen Schlüssel ins Schloss zu stecken, wo die sich befreien kann. Und das macht eben diese Schule. Und da gibt es auch nicht den Frontalunterricht. Und wir machen was Ähnliches mit den Erwachsenen. Die Erwachsenen sind natürlich ganz anders gestrickt, aber die haben natürlich noch ein größeres Programm wie die kleinen Kinder. Und da haben wir natürlich einen unglaublichen Erfolg innerhalb von kurzer Zeit, das Potenzial der Menschen zu eröffnen mit unserer Matrix-Power-Methode, die wir dann entwickelt haben. Wir haben da lange geforscht. Und es fügt so viele Puzzleteile zusammen, weil alles hängt mit zusammen. Und das Spannende ist, wir gehen raus aus dem kollektiven Bewusstseinsfeld. Das kollektive Bewusstseinsfeld heißt, ja, Dinge laufen so, Knochenbrüche dauern so lang, Krankheit funktioniert so. Das ist, was die Masse denkt. Ja? Mhm. Aber im Grunde genommen funktionieren die Dinge ganz anders. Aber wir sind programmiert, wir sind in einer, ich nenne es mal so, in einer kollektiven Matrix und wir gehen ganz raus aus diesem kollektiven Bewusstseinsfeld und unsere Teilnehmer haben dann ganz anderen, machen einen Switch in ihrem Bewusstsein, in ihrem Fühlen und gehen raus aus der linken Gehirnhälfte rein in ein ganz anderes Schwingungsfeld mit Herzöffnung, wo dann Kohärenz entsteht und wo dann das Tor zur Matrix aufgeht und wo dann die Fähigkeiten sich entwickeln. Ich sage, so kann man es mal in der Kürze mal darstellen, was da passiert. Habt ihr denn, wenn ihr mit diesen Kindern von der Sudbury-Schule umgegangen seid, habt ihr denn gespürt irgendwie, dass die entweder sowieso ganz anders funktionieren von Natur aus, weil sie besondere Kinder sind, oder ist es so, dass sie einfach nur diese natürliche Unverbildetheit haben, die man als Erwachsener, nachdem man durch diese, ich sage jetzt mal, Dressur der Gesellschaft und der Familie und allem gegangen ist,
nicht abbekommen haben, sind das ganz normale Kinder, die, wenn man sie lässt, sich so entwickeln? Oder sind das Kinder, die schon von vornherein anders waren? Also generell vielleicht nur, um das kurz richtig zu stellen. Also wir selber haben mit den Kindern jetzt weniger zu tun, sondern wir sehen uns als Vermittler, diese Informationen zu geben für Eltern, die Kinder haben, diese Informationen weiterzugeben, es sichtbar zu machen. Also wir reden in unseren Seminaren darüber, zeigen diese Modelle, was es gibt. Und fördern sie halt im Fall von der Sudbury-Schule. Wir haben auch mal eine Veranstaltung gemacht, wo wir Spenden eingesammelt haben und es einfach weitergeben, weil wir es unterstützen wollen. Aber eben jetzt nicht aktiv die Arbeit mit den Kindern, das machen wir nicht. Sondern ich dachte, ihr hättet sie mal kennengelernt. Nee, aber deine Frage möchte ich dir trotzdem beantworten. Die Kinder haben keine besonderen Begabungen, also müssen sie nicht haben, wenn die auf diese Schule kommen, ganz normale Kinder, weil letztendlich haben alle Kinder diese Begabungen. Nur je weniger man ihnen die Möglichkeit gibt, dass sich sie offenlegen, desto mehr verschütten sie. Also insofern sind es ganz normale Kinder, die sich dann einfach zu diesen kleinen Genies, was immer in ihnen drin ist, auch in uns Erwachsenen, das öffnet sich. Und das Genie ist einfach nur verstaubt, verdeckelt. Wir haben keinen Zugang dazu. Und den wieder zu öffnen. Und bei Kindern ist es klar, kommt man noch viel leichter ran. Und wir machen das eben mit den Erwachsenen. Und wir brauchen, sage ich mal, beim Einstieg so unser erstes Seminar. Das sind 4 Tage, um diese Fähigkeiten wieder zu öffnen, wie das eben bei den Kindern geschieht. Und wir gehen auch über den spielerischen Zugang in dieses Quantenfeld der unbegrenzten Möglichkeiten. Und das hört sich jetzt an, ist ja cool, aber das ist für die Erwachsenen oft der schwierige Teil, dass sie ihren Verstand loslassen und denken, das Loslassen, was denken jetzt die anderen von mir, sondern wirklich auch sich einlassen. Aber ich sag mal, klar, es ist unsere Leidenschaft, es ist unsere Gabe, es fällt uns nicht schwer, aber der ein oder andere tut sich am Anfang schwer, weil wir natürlich ich sag mal, von der Zielgruppe kann man nicht sagen, wir haben jetzt nur die Lehrer oder nur Therapeuten, sondern wir haben auch von jungen bis wirklich älteren Menschen die ganze Palette, weil das ja jeden angeht, jeder hat es. Und da gibt es keinen Menschen, wo das vergessen wurde. Also diese Fähigkeiten und dieses Potenzial sind wir wirklich in der Lage, wenn der Mensch bereit ist, bei jedem es nach oben zu bringen und dass er einen Zugang drauf hat. Da frage ich mich, die Leute, die zu euch kommen, ist das eine Mischung? Gibt es mehr Leute, die kommen, weil sie unter einem gewissen Druck stehen, weil dieses Korsett, in dem sie gefangen sind, sie zu sehr einengt und sie spüren es? Oder sind es hauptsächlich Leute, die das als einen Schritt auf ihrem Weg zu sich selbst finden, sich interessieren und ohne andere Gründe als die Neugier und die Entwicklungsfähigkeit zu euch kommen? Oder ist es beides? Ich würde sagen, das ist unterschiedlich. Also wir haben erstmal eine Altersgruppe von 16, die natürlich mit Begleitung der Erwachsenen, unsere älteste Teilnehmerin, über 90 ist die jetzt schon. Wir haben, um deine Frage konkret zu beantworten, es gibt, der Mensch spürt, es gibt noch mehr. Ja? Der im Leben, du merkst, es gibt noch mehr. Und dann machst du dich auf den Weg. Und dann entdeckst du vielleicht uns und sagst, da mir fehlt was im Leben. Ja? Das, was ich tue, das befriedigt mich nicht. Ich möchte mehr. Und die Älteren, die sagen, ich habe mein Leben, also die schon, sagen wir, in Rente sind, das sind dann die Personen, die sagen, ja gut, ich bin jetzt in Rente, ich möchte noch was machen. Und dann kommen die auch zu uns und fangen da an, ihr Leben noch mal neu aufzustellen, sich zu ändern. Mhm. Und dann haben wir die andere Gruppe, die voll im Berufsleben steht und einen gewissen Druck natürlich steht und sagt, ich brauche Entlastungsmöglichkeiten, weil ich habe so einen Stress, also ich bin so in dem Korsett drin. Ich Burnout ist so ein Thema, zum Beispiel. Oder es kommen mittlerweile unglaublich viele Ärzte, weil es geht ja auch um Heilung, nicht nur um die eigene Heilung, sondern um Unterstützung der Selbstheilungskräfte und sagen, Mensch, das kann ich zusätzlich mit einbauen, weil das die Medizin ist super, aber ich brauche noch was, also das Ganzheitliche, einen zweiten Teil. Mhm. Und dann kommen die Ärzte und die haben natürlich ganz andere Erfolge, weil sie ganz anders auf den Menschen eingehen können von der klassischen Medizin. Und dann haben wir auch den Experimentalphysiker in unserem Seminar. Das ist ein buntes Völkchen. Der sagt,
Ja, ich habe das alles gelernt. Ich, also schon Leute, die auf einem gewissen Niveau sind, die sagen, ich habe das alles mit Formeln. Und jetzt weiß ich, wie der praktische, spielerische Zugang umgesetzt aufs Leben ist. Und das fasziniert die und sagen, wow. Also wir haben querbeet von der Hausfrau und von der Hausfrau bis zum Akademiker alles. Und spannend ist gerade die vermeintlich einfachen Menschen, die mit, ich nenne es mal Heilung oder mit einem Potenzial überhaupt nichts zu tun haben oder kein Bewusstsein, die fangen dann plötzlich an, ja, Heilungen zu machen oder gesund zu werden oder mit ihren Familienmitgliedern die zu behandeln, in ein anderes Feld zu bringen und Gesundheit, dass da Gesundheit passiert. Und das ist schon abgefahren. Was da. Das kann ich mir vorstellen, ja. Weil solche Leute gar nicht den ganzen Ballast mit sich tragen von festgefahrenen Vorstellungen, Programm. Die sie gelernt haben. Die sind nicht so programmiert, die das sind eher noch ein bisschen wie Kinder. Das habe ich schon von anderen Leuten gehört, die sich mit Heilung beschäftigen. Dass da, was weiß ich, also einer sagte mir, ich habe ja also so einen vierschrötigen Bauern aus dem Dorf. Ich hätte nie gedacht, dass der zu mir kommt. Und ich habe noch nie so einen Patienten gehabt. Das hat der aufgesogen wie ein Schwamm. Weil er einfach diese ganzen Barrieren, das kann nicht sein, weil, ne, das hatte der gar nicht. Ja, und die ich sage jetzt mal, Studierten, wir sind ja selber Akademiker, die tun sich sehr schwer. Also die auch ein Arzt, sagen wir mal, schwerer manche, oder auch die Businessleute, wir haben auch Geschäftsleute, weil die haben ja ein Studium hinter sich, die haben ja einen Beruf und die haben natürlich eine festgelegte Matrix, in der sie sich bewegen und die Dinge funktionieren so, wie sie das erleben. Und plötzlich werden sie mal mit etwas konfrontiert, was man erstmal nicht versteht. Und da müssen wir aus dem klassischen Denken raus, aus der linkshirnigen raus und in das Spielerische rein. Da brauchen wir einfach eine Zeit, um die, ich sage jetzt mal, zu knacken, damit die loslassen können. Ja, ja, und das verstehe, machen wir spielerisch, weil es gibt ja an der Stelle vielleicht diesen berühmten Satz, Zitat in der Bibel, ich krieg's vielleicht nicht so gut zusammen. Wenn ihr wieder werdet wie die Kinder, dann steht euch das Himmelreich offen. Mhm. Das heißt für uns übersetzt, wenn du wieder anfängst zu spielen und dein inneres Herz öffnen kannst, dann hast du einen Zugang zu dieser Schöpferenergie. Also Himmelreich heißt die Matrix, die Schöpfermatrix. Und das ist das Spannende. Das schaffen wir in der kurzen Zeit. Da muss ich jetzt mal fragen, wenn man diesen Typ Mensch, und den kennen wir ja alle, sich vor Augen hält. Der Mensch ist ja so gestrickt. Das Bekannte, in dem er sich zu bewegen weiß, ist seine Sicherheit. Sogar Strafgefangene, die lange Zeit gesessen haben, die gehen zum Teil sogar ungern raus, wenn sie entlassen werden, weil das ist jetzt völlig unbekannt und sie wissen nicht, was sie tun. Das heißt aber doch, dass Leute, die zu euch kommen, da auch einen gewissen Mut brauchen, weil sie ja gar nicht wissen, was nach dieser ganzen Geschichte mit ihrem Leben, mit ihnen, mit ihren Ansichten, mit ihrer Lebensführung, ihren Zielen, was da passiert. Wie gehen die damit um? Haben die da nicht auch manchmal Angst? Also ich glaube, wenn man uns so sieht, wir sehen ja soweit ganz friedlich aus. Also ich glaube, wir nehmen den Menschen einfach die Angst, weil in der Regel sehen die ja, wir haben ja viele Interviews auf der Webseite und es ist halt immer schön, die meisten sehen sich die Interviews an und dann kriegst du ja ein Gefühl für einen Menschen. Und in der Regel spürt der Mensch ja auch eine gewisse Authentizität oder flunkert der jetzt oder kommt es aus dem Herzen. Und die Menschen spüren das und fühlen sich angezogen. Und ich glaube, da hat das Hirn gar nicht so wirklich die Chance und reflektiert und was könnte, weil es wirklich diese Herzenergie so stark ist, die er spürt bei sich. Mhm. Und was wir ja auch ausstrahlen, weil das also auch dann etwas würde das auch wieder das Selbstvertrauen in sich selbst bedeuten. Ja. Und also, dass die dann Angst haben, das ist wirklich die Ausnahme. Natürlich kommen auch Menschen, die haben generell vielleicht mit Ängsten zu tun. Und da ist es natürlich dann eine andere Geschichte. Aber auch da können wir im Vorfeld auch über die Ferne, wir machen ja auch diese Heilbehandlungen über die Ferne.
oder haben viele Leute ausgebildet, die ja helfen und Sitzungen anbieten. Und da können wir dann einfach auch im Vorfeld was machen, dass wir auch den Leuten helfen, dass sie überhaupt kommen kann. Aber das sind wirklich die Ausnahmen, Niki. Weil es ist eher so eine... Es ist eher so, wenn die Leute anrufen, die sagen, wir haben euer Interview gehört oder eins der Interviews von der Webseite. Und dann sind die so voller Freude und sagen eigentlich eher, ich wusste, da gibt es irgendwas, weil die spüren, irgend so ein Mosaik hat noch gefehlt. Und die Menschen, die zu uns kommen, sind ja in der Regel schon, dass die schon länger auf dem Weg sind oder halt schon vieles ausprobiert. Ja. Aber sie merken halt, so entweder fehlt ihnen der Durchbruch oder sie spüren diese Fähigkeiten, aber sie kriegen sie nicht, den Schatz nicht gehoben. Und da spüren die irgendwann, das ist eine Möglichkeit, da ist irgendwas, da passiert genau das. Und es ist eher so diese totale Freude und dieses Angezogensein, wo die kommen. Und so gar nicht, dass da irgendwie so die Angst ist, sondern im Gegenteil. Wir haben von der Ausbildung her ist es so, dass es diese Basisausbildung, da hat man eigentlich schon mal das wichtigste Handwerkszeug und einen Zugang zu seinen heilerischen Kräften. Und man hat auch wirklich nach diesen 4 Tagen, wir nennen es Matrix Power, Quantenheilung, Ausbildung. Und wenn die Leute dann rausgehen, dann machen die die tollsten Sachen. Also erstmal sagen wir denen halt, wenn die rausgehen, erstmal so ein bisschen ja auch tief stapeln. Weil wenn die sagen, du, ich heile jetzt und mache das und dann bauen die Erwartungen oder kann jetzt heilen und um die Erwartung gar nicht aufzubauen, sagen wir, schaut einfach mal in eurem Freundes-, Familienkreis und sagt eigentlich eher mal, ich habe da was gelernt, kannst du mir helfen? Ich möchte das mal ausprobieren. Hast du vielleicht irgendwas, wo ich üben könnte? Ja? Also mal so ganz locker dran. Ja. Und dann, wenn Erwartungshaltungen aufgebaut werden, der eine, der heilen möchte oder Heilung geben wird, Stress und der andere denkt, mein Gott, was kommt jetzt? Und dann blockieren die sich im eigenen Denken. Und so geben wir denen einfach schon einen Weg, wo es ganz einfach ist. Und dann passieren natürlich unglaubliche Dinge. Die musst du dir vorstellen, das sind vielleicht Leute, die haben, also nennen wir mal ein Beispiel, die haben jetzt gar nichts vorher mit Heilung oder so zu tun gehabt, kamen in unser Seminar, weil es selber gesundheitlich nicht gut ging und dachten, Mensch, da möchte ich jetzt was für meine Gesundheit tun. So, und dann geht es denen nachher viel besser und dann, oder sind vielleicht so vollkommen gesund von dem Wehwehchen oder der Krankheit, wo sie sich befreien wollten. Und dann sind die natürlich voll motiviert, das weiterzugeben. Na klar. Und dann haben sie jemanden, wo sie üben dürfen. Und was halt dann auch auffällt, dass die Energie derart stark ist, weil die durch die 4 Tage so viel geübt haben, so viel ausprobiert haben. Also wirklich auch üben in Kleingruppen, wo immer jemand dabei ist, der von uns sehr gut ausgebildet worden ist, wo wir dabei sind, üben die in kleinen Gruppen. Und wir sind dann immer auch unser Team mit dabei, die können fragen. Und die haben hinterher wirklich die Energie, dass ich nenne es ein Beispiel, da kommt einer raus, der hat sich selber erstmal gestärkt in der Gesundheit und ist so im Vertrauen, weil er das selbst erlebt hat, wie sich seine Gesundheit verändert hat. Und jetzt hat man leider öfter auch den Fall, dass die Eltern dann von Teilnehmern einen Schlaganfall hatten. Also ich denke jetzt an einen Fall, war eine Frau da und da ist der Papa, der war schon über 80, hatte einen Schlaganfall, so eine Woche oder so nach dem Seminar. Und dann kam der Papa halt wirklich als Pflegefall wieder zurück. Also der konnte nicht mehr sich gut artikulieren. Essen war ganz schwierig, musste gefüttert werden und laufen konnte auch nicht mehr so richtig. Also musste im Rollstuhl sitzen und die Medizin sagte, ja, tut uns leid, da können wir halt in dem Fall nichts mehr machen und geben den Vater halt dann als Pflegefall nach Hause. Und die haben das dann natürlich voll motiviert, weil sie gemerkt haben, was in diesen 4 Tagen passiert. Haben das angewendet und den Papa halt dann wirklich schon über eine längere Zeit ja auch immer betreut. Und man kann das über die Ferne auch machen. Man muss nicht vor Ort sein. Und dann ist es kein Einzelfall, dass sich die in einer kurzen Zeit, vielleicht über Wochen, manche über Monate, so regenerieren. Also in dem Fall war es tatsächlich so, dass der Papa dann wieder laufen, sprechen, essen konnte. Und sie sagten sogar, der war besser drauf als vorher. Und natürlich haben die den dann einfach weiter begleitet und dem Papa hat es ja auch riesig gefallen. Das hat ihm gut getan und er hat das dann ja auch immer eingefordert. Könnt ihr nicht mal wieder was machen? Und der Ehemann von der besagten Dame war dann auch da und die sind mittlerweile so begeistert. Da hat es jeder in der Familie mittlerweile gelernt. Und ja, das ist einfach schön und das sind keine Einzelbeispiele. Und ein Beispiel möchte ich auch noch nennen, weil ich möchte
ja nicht nur auf die Gesundheit abstellen, aber die Gesundheit ist ja erstmal das Allerwichtigste. Naja. Und aber einfach auch andere so wichtige Dinge, die passieren mit den Kindern, weil wir ja die uns ja auch am Herzen liegen. Wir selber bilden jetzt aber keine Kinder aus, weil wir sagen, unser Part ist, wir lehren die Erwachsenen, dass sie den Kindern helfen können. Also wir haben früher Kinderkurse gemacht, machen wir aber jetzt nicht mehr. Wir sagen, wir bilden die Leute aus und die können das dann für die Kinder machen. Und also für die Kinder zum Beispiel kommen natürlich viele Menschen, Paare, Frauen, die Kinder haben, die Schwierigkeiten haben, wie gesagt, in der Schule, können sich nichts merken, sind nervös, können sich einfach nicht konzentrieren. Und da ist es manchmal schon, dass eine einzige Anwendung, also Quantenheilung mit Matrix Power, die Kinder in einen Zustand bringt, weil diese Angstblockade, diese Lernblockade, wo die überhaupt nicht an ihr Potenzial kommt, unter Umständen nach einer einzigen Anwendung, bei Kindern ist es sehr wahrscheinlich, dass es nur eine Anwendung braucht, Kandidaten, die Vierer, Fünfer schreiben, überhaupt nicht in der Lage sind, irgendwas zu schreiben, weil sie so blockiert sind, Zweier, Dreier oder sogar Einser schreiben, und zwar dauerhaft. Man kann das nicht fassen, aber wir haben wirklich, wir könnten einige Menschen einfach auch benennen, die euch das bestätigen können. Oder anderes Beispiel, die Kinder haben Angst vor der Prüfung, sind jetzt gar nicht so schlechte Schüler, aber haben eine totale Angst, können nicht lernen. Und dann gibt es halt auch Möglichkeiten mit dem Kind spielerisch. Ja? Mhm. Also ich nenne jetzt einfach mal ein Beispiel, wie wir in der Quantenheilung arbeiten. Wir spielen ja wie die Kinder mit ganz viel Fantasie. Das heißt, Einstein hat ja schon mal gesagt, Fantasie ist viel wichtiger als Wissen. Was bedeutet das umgekehrt? Wir gehen in die Welt der Fantasie, vielleicht auch in die Welt der Kinder, wo alles möglich ist, wo es Raum und Zeit keine Eingrenzungen darstellt, wo überhaupt keine Begrenzungen existieren, wo einfach alles vorhanden ist. Und in diesem Spielerischen sage ich immer, oder wir sagen den Leuten, und wenn du jetzt was tust oder eine Veränderung machst, stell dir immer vor, du bist 4 bis 6 Jahre alt. Und in diese Situation gehen wir Erwachsenen rein, in dieses Gefühl, bin 4 bis 6. Und wie die das machen, das kriegen die dann einfach auf eine ganz humorvolle Weise, dass das jeder adaptieren kann. Und in dem Alter 4 bis 6 Jahre, wenn du selber so bist, du bist jetzt ein Erwachsener, gehst in den Modus, bin 4 bis 6 Jahre alt, und jetzt hast du ein Kind vor dir, was Lernschwierigkeiten hat. Dann ist doch eigentlich auch naheliegend, so was könnte mir jetzt einfallen, wie könnte ich dem helfen? Ah, wenn bei mir jetzt abgespeichert ist, ah, Einstein, das war ja so eine Größe, ja, das war ja ein unglaublich wissender Mann, ein echtes Genie, eine Kapazität. Denke, ah, dann verbinde ich ihn mit dieses Kind, mit der Zwei-Punkt-Methode, mit den Händen, verbinde ich dieses Kind mit dem Archetyp Einstein. Also nicht mit dem Menschen als solches, weil jeder Mensch hat Licht und Schatten, sondern mit dem Wissensfelder, mit dieser Genialität, mit den hilfreichen Eigenschaften. Und dann öffnet sich da ein Feld, und das sind einfach nur so ein kleines Beispiel, was man machen kann, wie man es umsetzen kann. Und dann hören wir dann eben die Rückmeldung, stell dir vor, mein Kind hat eine 1 geschrieben, war total relaxed, war überhaupt nicht nervös und kam freudig nach der Schule nach Hause und. Und ja, so Dinge hören wir halt am laufenden Band. Wusstest du, dass Einstein in der Schule sehr schlecht war? Also das ist, glaube ich, nicht ganz richtig, Niki, weil er ist ja in der Schweiz auf die Schule gegangen und in der Schweiz ist ja 6 die Note, die am allerschlechtesten ist. In der Schweiz ist das Notensystem umgekehrt. Die Geschichte wird immer wieder falsch. Ja, also ich hab das aber auch gelesen, dass der Direktor der Schule ihn da auch runterhaben wollte und dass sein Vater so unzufrieden mit ihm war. Also okay, keine Ahnung. Aber ich habe nur gelesen. Wir haben das mal anders. Aber es wäre ja schön, dass Einstein dann von sich aus... Er war ein guter Mathematiker. Ja, aber dass er von sich aus diese Fähigkeiten dann entwickelt hat. Und wie auch immer er war, also wir dachten, haben aber gehört, dass es eben das an dem Notensystem lag, aber egal wie es war, und eigentlich wäre es so, finde ich, für uns alle schöner, wenn es stimmen würde, dass es so ein schlechter Schüler gewesen wäre, weil das sagt würde uns ja dann das allen. Extrembeispiel. Ja, ja, also wäre es eigentlich sogar noch besser. Also ich habe es anders da gehört, aber wer weiß es. Also gut, ich habe es auch nur gelesen. Ja, behaupte es jetzt nicht, sondern ich habe es gelesen. Also es muss ja wunderschön sein, wenn man sowas machen kann, dass man dann auch diesen Gewinn der Menschen, diese Freude und diese Entwicklung miterlebt, wo man dann sagen kann, da habe ich Teil dran gehabt, und dass da auch diese Herzensliebe dabei ist und nicht so ein
ich bin aber noch bewusster als du. Und das scheint ja wirklich die Leute auch wieder so in ihre Mitte zu bringen dann. Absolut. Ja. Und magst du es sagen? Ja, das Entscheidende ist, natürlich braucht der Erwachsene Stoff für seinen Verstand. Ja? Weil wenn wir sagen Spiel, dann sagt er, hör, wieso soll ich ein Spiel? Der braucht Futter und wir untermauern das natürlich mit der Wissenschaft. Einerseits mit der Quantenphysik, dann mit der Neurologie, Neuroplastizität, also jenseits vom Mainstream, was erforscht wurde, dann können die mitgehen. Aber dann, dass der Verstand beschäftigt ist und sagt, ah, da gibt es ja wirklich eine Grundlage. Und dann gehen wir aber raus, also der Verstand, den kann man dann beiseite legen und die kommen dann immer mehr zu sich selber, zu ihrem, in diesen Energieflow. Und da braucht es natürlich eine bestimmte Voraussetzung. Und die Voraussetzung ist, ich will es mal so sagen, was bei uns passiert, da sagen die Leute immer, ach, wenn ich in den Raum reinkomme, ihr habt ja eine coole Energie. Energie kann man ja messen. Wir haben das ja mit Biophotonen schon gemessen. Da ist ein hohes Schwingungsfeld. Und wenn ein hohes Schwingungsfeld bist, dann veränderst du dich automatisch schon mal mit deiner Gesamtschwingung und mit deinen Gehirnschwingungen. Du gehst raus aus diesem Überlebensmodus, also wo du Überlebensmodus heißt für uns, wenn du in einem hohen Beta, also es gibt ja verschiedene Gehirnschwingungen, hohen Beta bist, da bist du so im Stress, kommst du nicht zu dir selber. Und dann ist das Feld der unbegrenzten Möglichkeit zu. Und in dem Moment, wo die dann in dieses hohe Schwingungsfeld kommen, passiert schon mal was. Und dann der nächste Punkt ist, durch unseren Unterricht, der so gestaltet ist, dass die Leute in eine kohärente, es entsteht ein kohärentes Feld. Kohärenz heißt, alle schwingen gleich hoch. Also Disharmonie wäre jetzt so, wenn man das so macht, ja, wenn zwei Dinge sich bewegen, Metronom und ein kohärentes Feld, dann schwingen alle gleich. Und dann schwingen alle gleich und durch dieses kohärente Feld entsteht ein ganz anderes Gehirnschwingungspotenzial, das fast wie eine Meditation auf die Alpha-Welle oder noch tiefer auf die Theta-Welle geht und dann in diesen Zustand hast du einen Zugang zu deinem Betriebssystem. Und das Betriebssystem ist nicht der Verstand, sondern das Unbewusste. Und dann, wenn du die Kohärenz, also den Gleichklang zwischen diesem Schwingungsfeld und der Herzschwingung herstellen kannst, was wir im Seminar machen, dann tut sich das Feld der Matrix auf und es passieren Dinge, du sagst, das kann doch nicht sein. Und dann bist du im Schöpfer, in der Schöpferenergie, in dem Überlebensmodus, sage ich mal, bist du ja im Überlebensmodus, da passiert nichts, da bist du im Stress, chaotische Gehirnwellen, das kann man alles messen. Und in dieser Schöpferenergie, da bist du in so einer Art tiefen meditativen Flow-Zustand, du bist angebunden, das ist wie wenn du in der Natur sitzen würdest was beobachten. Im gegenwärtiger Moment heißt, du denkst, es denkt nicht mehr. Gegenwärtigkeit heißt, du bist weder in der Vergangenheit, wo du denkst, ach Gott, gestern, was war gestern und das war, ach, da war das, oder in der Zukunft, morgen ist alles schlimm oder das kommt auf mich zu, sondern im gegenwärtigen Moment hast du keine Probleme. Da bist du selbst, wirklich du selbst. Da gibt es weder Vergangenheit noch Zukunft. Und in diesem gegenwärtigen Moment mit der Kohärenz der Gehirnschwingung und der Kohärenz zur Herzschwingung, was wir dann, da brauchen wir die Zeit dazu, passiert was man als Zustand des Nicht-mehr-Seins beschreiben kann. Und dann tut sich ein Raum auf. Und diesen Raum kann man gar nicht beschreiben, weil das schwer erklärbar ist, das ist nur erlebbar. Und dann passieren Dinge, die jenseits von dem ist, was wir kennen, also was wir in dem Klassischen kennen. Da können Heilungen entstehen, da passieren einfach ganz andere Dinge. Oder Selbstheilung wird aktiviert, dein Feld verändert sich, deine Zellschwingung verändert sich bis zur DNA und so weiter. Und da passiert eben Heilung. Oder Realitäten verändern sich. Und das ist, was wir machen. Das mit der DNA, das ist ja auch sehr spannend. Also ich glaube, für unsere Zuschauer wäre es interessant zu wissen, was ist denn eine 13-Strang-DNA? Also das, was man aus der Schule kennt, also im Biologieunterricht, das ist diese gedrehte Leiter. Und da sind dann diese ganzen Aminobasen und so, wie die zusammengesetzt sind und so, wie sich das verknäuelt, so sind wir dann auch geschaffen. Aber wo sind da 13 Stränge? Und erzählt uns das doch mal. Machst du? Ja.
Also es ist eher eine spirituelle Ebene, diese Lichtstränge. Wir haben generell die Menschen zwei physische DNS-Stränge, wissen wir ja alle aus der Schule. Und dann gibt es eben auch noch nicht physische, sondern feinstoffliche Energien, die da sind, diese weiteren Lichtstränge, aber die schlafen, die sind nicht aktiv. Und die kann man eben mit dem eigenen Bewusstsein wieder aktivieren. Und jeder einzelne dieser Lichtstränge steht halt einfach auch für bestimmte Möglichkeiten, Begabungen, uns wieder zu erinnern an unsere Potenzial. Also das ist so eine Art Meta-DNA, auf der dann nicht die biologischen, sondern die in der anderen Ebene Gesetze, die geistigen adressieren kann. Vielleicht sogar der, wie sagt man dazu, Astralkörper. Also die Wissenschaft wird sie nicht finden mit ihren Möglichkeiten, sondern es sind wirklich auf der, würde sagen, ätherischen Ebene, feinstofflichen Ebene. Und so, es ist halt, ich meine, wenn einer nicht an Chakren glaubt, deswegen hat er ja trotzdem welche. Ja, ja, das stimmt. Und so ist es mit der DNA halt auch, wenn du sagst, ich habe zwei und alles andere interessiert mich nicht, ist das ja auch in Ordnung, aber die sind ja dann trotzdem da, schlafen aber in erster Linie. Und man kann sie eben mit seinem Bewusstsein, was wir in unseren Seminaren auch machen, wieder adressieren, dass ich weiß, was steht dieser DNS-Strang mit meinem Bewusstsein. Und natürlich machen wir dann Heilenergie, Meditationen, um die Energie dort wieder hinzubringen, das Bewusstsein, und dann werden die aktiviert. Das heißt, du merkst es dann in deinem Alltag, dass du Zugang hast zu Wissen. Also dir fallen, du hast, sage ich mal, andere Ideen, andere Inspirationen, und du weißt, dass diese Inspiration und dieses Wissen, was kommt, weißt du, dass es nicht mehr nur aus dem Vergangenen kommt, aus dem Unterbewussten, sondern du hast dann wirklich eine Möglichkeit, weil Inspiration ist etwas, was aus dem Unbekannten kommt. Und was aus dem Vergangenen kommt, das ist dann schon eher mit unserer Intuition verknüpft, was wir schon kennen, was wir schon erlebt haben, wo wir einfach ein Gefühl dazu, eine Erfahrung dazu haben, was verbunden ist. Mhm. Aber es geht ja um etwas, wirklich dieses schöpferische Element. So wie, jetzt sind wir wieder beim Einstein, der halt einfach dann so geniale Formeln empfangen hat oder Verständnis über Dinge, oder uns Musiker wie Beethoven, der seine Symphonien plötzlich in sich gespürt hat, niederschreiben konnte, und keiner konnte sich vorstellen, wie ist das möglich? Und das geht einfach über diese Potenziale, die wir haben, die einfach schlafen, ruhen. Und das ist uns, wir haben da sehr viel geforscht, aber auf der praktischen Ebene, und haben uns aber die Forschungen, die die Wissenschaft gemacht hat, machen wir uns immer zunutze und sind da eigentlich immer nah dran, um zu verstehen, was passiert bei der Wissenschaft, weil unser Hirn will ja auch verstehen, warum. Mhm. Und wenn das Hirn das versteht, dann ist der Widerstand weg. Ja, es geht nicht, oder weißt, dann sitzt man so drin, wenn man, was machen die jetzt, wenn die so ja, das ist ja Sachen, immer dieses. Ja, genau, wenn wir dann so unglaubliche Dinge erzählen. Und deswegen ist uns immer wichtig zu gucken, und wir haben natürlich auch diese neue, moderne Wissenschaft, die einfach großartig ist, aber man findet sie halt nicht im Mainstream. Und da ist mein Mann da eigentlich immer sehr gut, immer komplexe Zusammenhänge oder Sachverhalte wirklich auf einen ganz einfachen Nenner, aber auch immer so dazu bringen, dass man auch weiß, wo kann ich nachschauen, wenn ich noch tiefer reingehen möchte. Und dann ist einfach der Verstand erstmal beruhigt, und dann gehen wir in die Aktivierung und Wiedererinnerung. Und Thomas sagte vorher Unterricht, und da musste ich schmunzeln, weil was wir machen, kann man eigentlich gar nicht so als Unterricht bezeichnen, weil es geht wirklich um diese Form der Rückerinnerung. Wir bringen die Leute in diese tiefen Entspannung, wir arbeiten viel über Meditation und diese enorm hohe Schwingung, was unser beider Fähigkeit, Potenzial oder ich würde sagen Gabe, Geschenk ist, dass wir das in einem Raum, in dem wir sind, wo sich das auftut, und Thomas natürlich auch. Also bei mir ist es eher so eine intuitive Gabe, und beim Thomas ist es auch etwas, wo er Ausbildungen gemacht hat über das spirituelle Feng Shui. Also dass diese Gabe bei ihm natürlich ganz stark ist, auch Räume, die keine guten Energien haben oder niedrige Frequenzen haben, weil vielleicht in diesen Räumen Dinge passiert sind, die vielleicht ungut waren, und die dann wieder vom Bewusstsein und vom Feld zu reinigen. Und das spielt natürlich auch mit rein.
Und diese hohen Schwingungen ermöglichen, was Thomas ja auch schon sagte, ermöglichen einfach diese Wunder. Weil in dieser hohen Schwingung gehst du halt raus aus dem Normalen, aus dem Begrenzenden der dritten Dimension und du hast die Möglichkeit, wirklich in Kontakt über dein Herz, über die Seele in dieses Quantenfeld der unbegrenzten Möglichkeiten zu kommen. Und dort ist alles vorhanden. Ja, das sind einfach Möglichkeiten da, die haben wir im Alltag nicht im Zugriff, weil wir uns über unser Denken und unsere Erfahrungen, unsere Konditionierungen aus diesem Feld immer wieder die gleichen Realitäten auswählen. Das fällt mir schon wieder der Einstein ein, aber der ist halt heute irgendwie präsent, der dann mal sagte, der hat Wahnsinn so definiert, es ist Wahnsinn, immer das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten. Ja, das ist berühmt von ihm. Und das tun eben die Menschen. Und in der Art und Weise, also wir nennen das Quantenheilung, aber wir haben auch diese 13-Stang-DNS-Aktivierung. Wir haben vielfältige Kurse, weil wir auch mit den Menschen vorher sprechen, wo möchte er hin, was ist sein Interesse. Und dann haben wir so viele Möglichkeiten, ihn dann genau da abzuholen, wo er steht. Ich kann mir das insofern gut vorstellen, da ich glaube auch heute Naturwissenschaftler gar nicht mehr abstreiten würden, dass wir nicht einfach nur Biocomputer sind und Roboter, die rumlaufen, weil unsere Zellen halt so arbeiten und weil die Gehirnzellen halt so arbeiten. Und das macht den Menschen aus, das macht ihn in ihm nicht aus. Und es gibt ja diese bekannten Versuche, wo man messen kann, mit ganz feinen Waagen, jetzt fällt mir der Name von dem Wissenschaftler nicht ein, aber ich weiß ihn, gleich sage ich ihn, der hat also einen Samenkorn und etwas Wasser in eine Glaskugel, die hermetisch verschlossen war und das andere ist Gegengewicht. Und in dem Moment, wo der Samen anfängt zu keimen, wird das schwerer. Und wenn alles aufgebraucht ist, sodass das biologische Stückchen Leben da weg ist, dann wird es wieder leichter. Also es ist zwar minimal, aber das Leben ist eine ganz andere Sache. Dieses Beseelte, das ist eine ganz andere Qualität als nur ein funktionierender Zellhaufen. Und das kann man sich, ich glaube, der Mensch ist jetzt an einem Punkt angekommen, wo man von der Geschichte her, man denke mal, die alten Götter, die man verehrt hat, dann kam eben diese Zeit des Monotheismus, des Glaubens, des Christentums, gleichzeitig die Erforschung, wie sieht das denn mit dem Weltall und wie sieht das mit dem Sonnensystem aus. Dann kam die Zeit, wo man besoffen war, sage ich jetzt mal ganz brutal, von dem materiellen Wissen und alles andere dann als Aberglaube weggeschmissen hat. Und jetzt ist eigentlich eine Zeit gekommen, wo ich auch mit anderen Leuten in Gesprächen merke, dass da dieses Ahnen und dieses Verstehen und auch Akzeptieren, was ihr da gerade erklärt, dass da ein anderes Weltall ist, mit einer Anbindung an dieses Dreidimensionale, an das rein Biologische, das aber eigentlich das viel Größere, Wichtigere und Beseeltere ist. Du hast recht. Und das ist was jenseits vom Mainstream, was ein normaler Mensch so in der Presse liest, wenn er sich mit Wissenschaft beschäftigt. Wir stehen vor einem Paradigmenwechsel auch in der Wissenschaft. Genau, danke. Gerade die Quantenwissenschaft sagt einfach, wir sind Gestalter unserer Realität. Das heißt, wir sind der Dreh- und Angelpunkt und wir gestalten das, was im Außen passiert und lassen genau diesen über unser Bewusstsein, diesen, ich nenne es jetzt mal, aus den vielfältigen Möglichkeiten, genau diesen Raum, Variantenraum aufklappen, das dann zu unserer Realität wird. Aber das sind wir, nicht jemand anders, sondern wir machen das. Ja. Und das ist, was die Wissenschaft über die Quantenwissenschaft natürlich bestätigt, wobei die klassische Physik stimmt natürlich auch. Aber es geht weiter hinaus und so ein Paradigmenwechsel geht natürlich nicht über Nacht, sondern es dauert ein, zwei Generationen. Mhm. Und mittlerweile bauen die Quantencomputer. Aber Fakt ist, das, was die Geisteswissenschaft, ja, die spirituellen Schulen, die es schon seit tausenden von Jahren gibt, die erzählen ja das schon lange. Und die Wissenschaft bestätigt es. Und wir hatten ja mal ein Zeitalter zu Newtons Zeit Newton, Descartes,
da wurde das Geistige rausgenommen. Das heißt, alles, was ich sehe, mechanisch ist, das ist die Realität. Ja. Und dann hat man das Geistige rausgenommen. Genau. Und jetzt kommt es wieder zusammen. Und das finde ich faszinierend, dass die Entwicklung der Menschheit so lange gedauert hat, dass jetzt wieder das Wissen da ist und auch die Wissenschaft das erkennt und auch nachforscht. Siehe jetzt CERN, die wollen ja das Gottesteilchen erfinden und in eine ganz andere Ebene reingehen. Aber auch die ganz berühmten Quantenphysiker, wie der Wheeler oder der Hans-Peter Dürr, der sagt, es reicht schon der Gedanke reicht aus, um eine Realität, das Zitat ist ein bisschen länger, reicht aus, um ein Quant zu aktivieren. Ein Quant ist ein Materieteilchen. Und all das, was wir hier erzählen oder was wir jetzt gesagt haben, wird momentan wissenschaftlich untermauert. Es gibt eben Dinge, die wir mit unseren Sinnen jetzt nicht sehen, aber die trotzdem da sind. Und schau mal in das Weltall, die Planeten, die man da sieht, die Millionen, Milliarden Planeten, das sind nur 3% von der Realität. Das Dunkle, wenn man das... das Dunkle, was da vorhanden ist, also diese dunkle Materie, da gab es ja mal diesen Satelliten, diesen Chandra-Satellit, den die Amerikaner raufgeschossen haben, Röntgen-Satelliten, was haben die festgestellt? Das ist alles wie so ein Gewebe, das alles mit allem verbindet. Ein bisschen schwammartig. Und ne? Wenn du das Bild siehst und dann eine Gehirnzelle anschaust, schaut das absolut identisch aus. Das heißt, auch wir sind mit allem connected. Und deswegen funktioniert auch ein Impuls einer Fernheilung. Wenn ich hier sitze in Leipzig und ich habe jemanden, der in den USA sitzt oder in Australien und ich nehme Kontakt mit dem auf über die Quantenebene, da braucht es natürlich eine gewisse Haltung, man muss wissen, wie das geht, dann kann ich den heilen und der wird es merken. Wir machen es ja auch mit unseren Online-Seminaren, weil da sitzen ja die Leute zu Hause vor dem Rechner irgendwo in Deutschland und wir machen dann eine Gruppenfernheilung. Und es ist ganz spannend, wir haben die Namen von den Leuten und machen eine Eingangsmeditation, die sind in so einem Flow-Zustand, also im gegenwärtigen Moment, wo die dann in so einem Zustand sind, Flow-Zustand, also nicht im Denken sind. Und dann gehen wir in diese Heilung und die Rückmeldung, was wir dann kriegen, sagen, es ist unglaublich, es kommt eine Energie auf mich zu, es verändert sich was in mir, ich spüre Hitze, ich spüre Energien. Und das beweist, dass es ja möglich ist. Sonst würden die das ja nicht spüren. Das ist ja nicht, weil wir schalten ja dann den Ton ab, wenn wir in die Heilung gehen, sagen, wir sind connected, aber wir sind jetzt nicht mehr hörbar für euch. Wir machen eine Intro und alles. Und das machen ja unsere Teilnehmer sehr gerne, weil man ja nicht immer reisen kann. Und das ist faszinierend. Und das beweist, was die Wissenschaft immer schon sagt. Alles ist mit einem connected, ja. Also ich habe das schon mal jemandem, der da sagte, das ist doch alles Einbildung, habe ich gesagt, pass mal auf. Wenn du jetzt jemanden, einen Buschmann oder so, der auch nicht doof ist, aber eben nur seine Umgebung kennt, wenn du dem jetzt erzählen würdest, was WLAN ist, sagt er, sehe nicht, höre ich nicht. Ja, hörst du nicht. Gibt's ja. Nicht, was ich nicht sehe und nicht höre. Und trotzdem kannst du über WLAN Bilder, Daten und alles übertragen. Das ist natürlich jetzt eine andere Ebene, aber es ist vom Verständnis her etwas, wo man überhaupt erstmal, gut, ihm kannst du das jetzt auch beweisen, nicht? Ob du ihm jetzt zeigst, aha, da kommt das jetzt, obwohl es nichts gibt, was das verbindet, was man sehen kann. Und dann sind die Erfahrungen, wenn man eben bemerkt, welche Wirkungen so etwas hat, sich ja wahrscheinlich ähnlich vom Verstehen her. Ne? Also kurz möchte ich kurz nochmal zur DNA kommen, weil die Wissenschaft ist so weit. Das heißt, DNA, ja, man hat, die Amerikaner haben das gemacht mit ihren Soldaten, macht das ganz kurz, dass es funktioniert. Die haben DNA, menschliche DNA entnommen in einem Vakuum, dann haben die DNA in einen Nebenraum, also getrennte DNA von Menschen. Mhm. Und dann haben die den Soldaten also Filme gezeigt, Kriegsszenen, positive Szenen. Und dann hat man geschaut, passiert da was im Nebenraum? Mit der DNA? Mit der DNA, was eigentlich nicht möglich ist. Und dann haben die gemessen, immer dann, wenn eine freudige Szene war, hat sich diese DNA-Stange ausgedehnt. Und immer wenn so Kriegsszenen, furchtbare Szenen, da hat er reagiert, hat sich die DNA zusammengezogen. Nee. Und das hat man gemessen, das sind Versuche, und sagt, das kann ja nicht sein, die ist ja außerhalb des Körpers. Also muss es irgendein Feld geben, wo das eine Verbindung gibt. Also das nicht sichtbare Feld. Dann haben sie gesagt, okay, Nebenraum, wir machen das auf 600 Kilometer.
messen es mit Atomuhren, dass es genau gleich ist wie Atomuhren, ja, gleiche Ergebnisse. Und diese, und auch die Russen, Garajew und Poponin haben diese Versuche gemacht, DNA entnommen in einem Vakuum, und dann gab es einen Abdruck, also eine Veränderung der Photonen. Und dann hat man die DNA rausgenommen und das Feld war immer noch verändert. Das gibt es normal nicht. Also was heißt das? Das heißt, es gibt eine Kommunikation über dieses Feld der Matrix, über dieses nicht sichtbare, unsichtbare Feld, wo wir alle miteinander connected sind. Und das ist faszinierend. Und das ist nichts anderes, was wir tun. Aber die Wissenschaft, es gibt alles. Ja. Und das Schöne ist, wir bringen, also das können ja nicht nur wir, sondern das ist ja das, was wir den Teilnehmern rückerinnern. Es ist in jedem Menschen drin, es kann jeder. Ja. Und deswegen geht es bei uns einfach auch spielerisch einfach, weil es eine Rückerinnerung ist. Also nicht so dieser klassische Unterricht, sondern über das Spielen, die Freude, die Meditationen passiert diese Rückerinnerung. Und auch die Leute trauen sich das einfach zu, weil sie üben ganz viel und sie merken, es verändert sich was. Und was ich auch gern noch erwähnen möchte, wir hatten ja gesagt, Fernbehandlungen, also Gesundheit wirkt sich aus. Wir haben natürlich auch Menschen, die haben die Freude im Leben verloren. Ja. Wie oft bekomme ich einfach auch gesagt, weil ich bin so ein Spielkind. Ja, also Thomas ist immer unser Wissenschaftler im Seminar, der das einfach so von der wissenschaftlichen Ebene immer super, super erklären kann. Und ich bin eigentlich eher so der sehr intuitive Mensch, der sehr verbunden ist und so ein Spielkind. Und ich habe wirklich wenn ich in meinem Element bin und die Leute bedanken sich und sagen, Monika, ich kann wieder spielen und danke, dass du uns das wieder so gezeigt hast. Und das ist so ein Geschenk, wenn diese Freude wieder da ist, dieses Spielerische, weil das ist der Zugang ins Quantenfeld der unbegrenzten Möglichkeiten, wenn wir wieder werden wie die Kinder, unser Herz öffnen, auch diese Verletzlichkeit, die durch dieses Öffnen dann natürlich da ist, auch zulassen. Und wir geben einfach unseren Beitrag dahingehend oder möchten es einfach, dass wir Menschen oder die ganze Gesellschaft, wir alle Menschen wieder zu einer herzbasierten Gesellschaft werden. Und das bringt uns dahin, das Spielerische, die Arbeit, oder Arbeit kann man es gar nicht nennen, das, was wir tun dürfen, weitergeben dürfen, dass die Menschen wieder in ihr Herz kommen, dass wir wieder alle zu einer herzbasierten Gesellschaft werden, weil dann finden wir dort auch im Herzen die Lösungen, die wir heute nicht mehr finden, wenn wir schauen, wo wir Kriege haben, was wir alles für Probleme in der Welt haben. Und wenn wir auf der Ebene versuchen, die zu lösen, wo sie entstanden sind, wissen wir alle mittlerweile, geht nicht. Und deswegen ist es so, so wichtig, wieder in das Herz zu kommen. Und was halt in den 4 Tagen bei uns auch passiert, ist eine sehr tiefe Heilung und Transformation. Ja. Auf der seelischen Ebene, weil jeder von uns hat Vergangenheit, wo wir ganz tief in der Trennung hängen oder im Glauben, dass das Mangel da ist. Oder viele Leute sagen natürlich, sie haben kein Geld, der andere ist krank, der andere hat keinen beruflichen Erfolg, der dritte hängt an der Arbeitsstelle fest, wo er sich nicht traut, rauszugehen, weil er das Geld braucht. Und das sind einfach so Dinge, die Teilnehmer dann durchbrechen können. Wir haben viele, die kündigen ihren Job nachher, obwohl sie nichts haben, weil sie spüren, sie können damit jetzt was anfangen, sie können ihre Potenziale rausholen, sie haben damit jetzt den Mut. Und wir haben so viele Beispiele, die dann einfach ihr Ding machen und sich trauen, was immer schon im Herzen waren, zu verwirklichen oder die Dinge erstmal in die Wahrnehmung zu bekommen. Was möchte ich denn? Viele wissen ja gar nicht, was sie stattdessen gerne möchten. Aber auch da wieder eine Wahrnehmung zu bekommen. Und ich sage, für uns ist es einfach das größte Geschenk, Beobachter sein zu dürfen oder einfach ein Teil von der Veränderung und die Menschen zu sehen und dann auch zu erleben, was die machen oder was sie sich trauen. Ja, Dinge, die, wo wir sagen, wow, oder zum Niederknien, großartig. Und das sind keine Einzelfälle und das zieht die Leute zu uns, weil natürlich das meiste Menschen, die kommen oder die meisten, wir leben von der Empfehlung, weil da ist ein Mensch, der war vorher vielleicht depressiv, traurig, dauerschlecht drauf und dann kommt der Strahl, der ist plötzlich positiv, das fällt auf und dann sagen die, was hast du gemacht, ja? Welchen Joint hast du geraucht, erzähl, und dann sagen die, ja, erzählen die halt, was passiert ist, und so kommen die und finden das so fantastisch, weil die haben den Menschen vielleicht seit 20 Jahren kennen den und wissen, der ist einfach depressiv oder nie lustig, einfach schlecht gelaunt, mies drauf, Pessimist, und plötzlich verändert sich so jemand.
Das ist doch toll. Und das ist auch eine sehr Seltenheit. Sache, ne? Absolut. Und wir machen das ja mittlerweile in der Form 10 Jahre zusammen. Ja. Und davor, sagen wir, waren wir auch schon in diesen Berufen tätig. Ich hatte halt davor mich auch sehr tief mit der Seele des Menschen auseinandergesetzt. Ich habe freiberuflich 15 Jahre Familienaufstellung, hauptberuflich gemacht, Businessaufstellung, spirituelle Aufstellungen, Coaching, Begleitung von Menschen in Krisensituationen, auch bei Firmen. Und Thomas kommt eben aus der spirituellen Feng Shui-Ecke. Und von dem her ist da schon sehr viel Know-how eigentlich auf unserem Lebensweg gesät worden und immer da. Und das durfte sich bei uns öffnen. Und jetzt ist einfach für uns das größte Geschenk, es weitergeben zu dürfen, die Menschen wieder dran zu erinnern. Und wir geben ja Hilfe zur Selbsthilfe. Also auch die Menschen, die rausgehen aus den Seminaren, können dann einfach auch das wieder weitergeben an andere. Und das macht einfach wirklich das Leben lebenswert und man weiß wieder, warum. Und natürlich sind dann natürlich auch Schritte oder zu gehen, wie zum Beispiel die Menschen wieder auch zu erinnern, dass sie die Verantwortung haben für alles, was ist. Wie leicht ist es immer zu sagen, ja, der ist schuld oder der oder die Politik oder die Erziehung oder was weiß ich. Wir haben ja immer irgendwelche Schuldigen. Und das ist einfach, die Menschen auch verstehen, was Thomas vorher auch sagte, dass wir alles erschaffen oder verantwortlich sind, aber eben auch wissen, wie wir es verändern, wie wir rauskommen, dass wir das wieder durch Lichten heilen können in uns, diese Vergangenheit, die Schwere, egal wie die Kindheit war, wie die Erziehung war, es ist nie zu spät. Und natürlich haben wir auch Menschen, die kommen vielleicht zum ersten Mal in so ein Seminar und sind vielleicht schon über 70 oder so. Und es ist immer möglich. Und es sind nicht wenige ältere Menschen, die dann sich noch einen Computer gekauft haben, weil wir halt überwiegend halt per E-Mail auch mal Newsletter mit Neuigkeiten oder auch so schöne Newsletter schreiben, wo halt einfach das Herz berühren, wieder Mut hat für den Alltag. Und dann haben die das ja nicht gekriegt, weil wir es halt nicht per Post versenden. Außer sie haben sich halt gemeldet und haben dann nochmal einen Computer gekauft und gesagt, ja, mit euch ist eh einfach mit Computer, mit 70 nochmal einen Kurs gemacht, damit sie mit uns kommunizieren können. Also wir schicken das natürlich auch mit der Post, aber das war so die eigene Motivation und es ist einfach berührend, ja, was toll. Da passiert. Also das hast du toll gesagt und es ist eigentlich auch ein wunderbares Schlusswort, ne? Also nochmal so die große Show und das ist... Ja, man kann sich nur freuen, dass es sowas gibt und für euch muss es ein wunderbarer Beruf sein. Und du wolltest noch ein Zitat bringen, ne? Ja, und genau, fast hätte ich es vergessen. Das ist zurzeit mein Lieblingszitat. Ich habe es irgendwie neulich entdeckt. Das ist vom Dalai Lama. Ja. Und der sagt, und wie wahr, die Welt braucht keine erfolgreichen Menschen mehr oder der Planet braucht keine erfolgreichen Menschen mehr. Der Planet braucht Friedensstifter, Heiler, Erneuerer, Geschichtenerzähler, Liebende aller Arten. Ja. Wunderbar. Und, ja, ich glaube, dann wird die Welt tatsächlich zu einer besseren. Prima. Ich freue mich, dass ihr da gewesen seid. Und nochmal vielen Dank, dass es geklappt hat. Und ich freue mich richtig riesig darüber, dass wir das Gespräch hatten. Und wünsche euch alles Liebe und Gute, dass ihr eure guten Arbeiten weitermachen könnt, vielen Menschen helfen, die wiederum ihrerseits Menschen helfen. Also die Vorstellung, dass sich das dann auch immer weiter ausbreitet, ist ja auch wunderschön. Ja. Ja. Vielen Dank für die Einladung. Ja, ganz herzlich. Also ganz herzlich. Liebe Zuschauer, also ich fand es jedenfalls ein tolles Gespräch. Ich hoffe auch, dass es für euch sehr schön war, dass ihr vielleicht etwas davon mitnehmen könnt, überlegen könnt. Vielleicht ist es ja für den einen oder anderen ein Weg, den er versuchen wird zu gehen. Es würde uns sehr freuen, wenn es jemandem helfen würde, wenn Leute sich weiterentwickeln können und damit glücklich werden. Dann verabschiede ich mich bis zum nächsten Mal und hoffe, dass wir uns bald wiedersehen bei Konnektiv Events Talk. Tschüss.